Hallo angehende Musikproduzenten, im heutigen Video sehen wir uns an, wie du deine ersten Drums programmierst. In vielen Musikstilen sind die Drums essentiell. Wenn du willst, dass die Zuhörer den Beat richtig spüren und richtig Lust bekommen dazu zu tanzen, dann müssen die Drums passen. Sei es jetzt Hip-Hop, House oder auch andere elektronische Genres, so richtig gut hören sich solche Tracks nur an, wenn dich der Rhythmus so richtig mitreißt, wenn du den hörst und einfach tanzen willst dazu. Und wenn du so einen richtig guten Track produzierst, aber die Drums nicht passen, dann will ihn sich auch keiner anhören. Und solche Drums zu programmieren ist auch gar nicht schwer, wenn du weißt, wie es geht. Und das schauen wir uns in diesem Video an. Wir sehen uns zuerst an, wie so ein Schlagzeug aufgebaut ist, aus welchen Drums es besteht und wie diese gespielt werden können. Das heißt, welche Drums überhaupt gleichzeitig einen Sinn machen, welche Drums es auch über das Schlagzeug hinaus gibt. Und im Anschluss werden wir gleich gemeinsam unseren ersten Beat bauen. Also, bleib dran! Schauen wir uns zuerst einmal gemeinsam an, woraus ein Schlagzeug überhaupt besteht. Ein Schlagzeug besteht einmal aus der Kickdrum, aus der Snare, aus den Toms, aus der Hi-Hat und aus den Cymbals, also Crash und Ride Cymbal. Wir werden jetzt diese einzelnen Drums gemeinsam durchgehen und besprechen, was hier so die Spezialitäten sind oder wofür sie verwendet werden. Beginnen wir zuerst einmal bei der Kickdrum. Die Kickdrum heißt Kickdrum, weil sie ja gekickt wird. Das heißt, ihr spielt die Kickdrum mit dem Fuß, ihr habt unten so ein Pedal und wenn ihr da drauf drückt, dann wird die Kickdrum angeschlagen. Und die Kickdrum hat diesen typischen, charakteristischen Sound, der uns den Beat vorgibt. Und aus dem Grund wird die Kickdrum auch oft Bassdrum genannt, weil sie eben in den tiefen Bassfrequenzen unterwegs ist. Die Kickdrum spielt praktisch in allen Musikrichtungen immer auf dem allerersten Schlag des Takts. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Viervierteltakt habt und habt zum Beispiel dann einen Bar, werdet ihr immer auf dem ersten Schlag eine Kickdrum normalerweise haben. Beziehungsweise beim typischen Four-on-the-Floor-Rhythmus wäre die Kickdrum auf jedem Downbeat eben zu hören, also auf jeden Schlag eine Kickdrum. Dann kommen wir zur Snare. Die Snare ist so ziemlich das Wichtigste am Schlagzeug, vielleicht noch gemeinsam mit der Kick. Und ihr werdet keinen Song haben, wo man nicht eine Snare hört, sobald ein Schlagzeug beteiligt ist. Und normalerweise habt ihr die Snare bei einem Viervierteltakt, am zweiten und am vierten Schlag. Die Snare kann man auf unterschiedliche Art und Weise spielen. Also man kann die Snare ganz normal anschlagen. Oder man kann die Snare so anspielen, dass man gleichzeitig, wenn man in der Mitte draufschlägt, auch gleichzeitig den Rand erwischt. Dann wäre das ein Rimshot. Oder die dritte Möglichkeit ist, einfach nur den Rand anzuschlagen. Und wenn man nur den Rand anschlägt, dann hat man einen Sidekick. Das heißt, üblicherweise, wenn man einen Drumkit hat, hat man hier mehrere verschiedene Klänge von der Snare zur Auswahl. Dann gibt es an so einem Schlagzeug noch weitere Trommeln, die Toms. Es gibt hier unterschiedliche Toms, Toms, die am Boden stehen, Toms, die hängen. Es gibt Toms in unterschiedlichen Größen. Aufgrund der Größe haben sie dann noch einen anderen Klang. Das heißt, jede Tom ist auf eine gewisse Frequenz gestimmt. Dann gibt es noch die Hi-Hat. Hier gibt es eine Open Hi-Hat und eine Closed Hi-Hat. Also so eine Hi-Hat hat auch ein Pedal, das man mit dem Fuß bedienen kann. Und damit kann man dann so eine Hi-Hat eben öffnen, schließen und kann hier selbst entscheiden, ob man eine Open Hi-Hat, wenn sie geöffnet ist, oder eine Closed Hi-Hat, wenn sie zu ist, spielen will. Wenn die Hi-Hat jetzt offen ist, dann hört sich dieser ganze Klang einfach ja breiter, länger an, heller an. Und wenn die Hi-Hat jetzt geschlossen ist, dann hört sich das Ganze eben kürzer an, ein bisschen dumpfer, ein bisschen abgedämpft. Wenn man jetzt so elektronische Musik hernimmt, werden die Hi-Hats sehr, sehr oft am Offbeat gespielt. Das heißt zwischen den Beats. Also in so einem ganz, ganz einfachen Techno-Beat zum Beispiel hätte man dann die Hi-Hat immer genau zwischen den Beats, immer an den Offbeats. Das heißt beim Downbeat am Schlag immer die Kick. Und eben am zweiten und am vierten Schlag noch eine Snare und dann bei den Offbeats einfach immer eine Hi-Hat. Ja, dann recht ähnlich wie die Hi-Hat sehen dann auch noch die Cymbals aus, die es im Schlagzeug gibt. Es gibt hier eine Ride-Cymbal und eine Crash-Cymbal. Der Unterschied ist, diese Crash-Cymbal verwendet man zum Beispiel oft, wenn man einen neuen Abschnitt einleiten will und hier noch einmal klar zeigen will, okay, da fängt jetzt was Neues an. Und eine Ride-Cymbal kann man zum Beispiel verwenden, um hier einfach noch ein bisschen mehr Interesse zu schaffen, ein bisschen ja
mehr das Ganze aufzupeppen. Zum Beispiel kann man das verwenden, wenn man dann einen Refrain hat oder vielleicht dann, was auch gemacht wird oft ist, dass zuerst die Musik ohne Cymbal auskommt und dann am Ende, wenn zum Beispiel dann der letzte große Refrain noch einmal ist, dass das Ganze dann zum Beispiel noch einmal gelayert wird mit einer Ride Cymbal, die das Ganze noch ein bisschen mehr anhebt und noch ein bisschen prominenter macht. Ja, und das war im Wesentlichen der Aufbau von einem Schlagzeug. Aber über ein Schlagzeug hinaus gibt es noch weitere Drums. Es gibt zum Beispiel auch noch unterschiedliche Percussion. Hier gibt es zum Beispiel Congas und Bongos für Percussion. Dann gibt es noch ein Tambourin. Und auch unterschiedliche Shaker. Und natürlich auch noch der Clap, also das Klatschen. Percussion wird verwendet, um einfach den ganzen Rhythmus noch interessanter zu machen und da zusätzliche Elemente hineinzubringen. Abhängig von den Musikstilen werden auch unterschiedliche Percussion-Instrumente verwendet. Oder es werden Percussion-Instrumente zusätzlich zum Drum gelayert oder stattdessen verwendet. Was zum Beispiel bei House auch öfter vorkommt, ist, dass zusätzlich oder statt das Snare eine Clap verwendet wird. Beziehungsweise zusätzlich oder statt der Hi-Hat ein Shaker verwendet wird. Ich spiele euch hier einfach mal so einen ganz, ganz simplen, einfachen Beat ein, der eine Snare und eine Hi-Hat verwendet. Und jetzt als Vergleich der gleiche Beat, allerdings mit einer Clap und dem Shaker. Und neben all diesen akustischen Drums gibt es auch rein elektronisch erzeugte Drums, die sozusagen nur aus dem Computer kommen. Aber auch diese Drums werden im Prinzip genauso programmiert wie diese ganzen akustischen Drums. Und jetzt werden wir mal unsere ersten Drums programmieren, unseren ersten Beat, und zwar direkt in der DAW, direkt in Ableton Live. Ich habe jetzt hier vor mir einfach ein leeres Projekt, so wie Ableton Live ein frisches, leeres Projekt öffnet. Und werde jetzt hier einfach einmal diese Tracks hier löschen, weil wir sie nicht brauchen. Wir brauchen nur den ersten MIDI-Track. Und diesen ersten MIDI-Track werden wir für unsere Drums verwenden. Was ich jetzt mache, aus den Drums hier, ziehe ich mir jetzt einmal so einen 808-Kit her, den klassischen. Den habe ich jetzt hier offen. Und ich werde mir jetzt hier einen MIDI-Clip anlegen. Also das Ganze hier unten ist in einem Drum-Rack offen. Und wie gesagt, hier lege ich mir jetzt einen MIDI-Clip an. In dem MIDI-Clip sehen wir alle verfügbaren Drums von diesem Kit. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Kick. Ich habe hier die normale Snare. Hier einen Rimshot. Wie wir wissen, ein Rimshot ist genauso eine Snare, nur wird anders gespielt. Ich habe dann hier einen Clap, also eine Percussion. Hier Congas, also weitere Percussion. Hier habe ich meine Closed Hi-Hat. Hier übrigens meine Open Hi-Hat. Ich habe hier meine Toms, und zwar drei verschiedene. Eine tiefe, eine mittlere und eine hohe. Eine Cymbal, und zwar eine Ride Cymbal. Und ich habe hier noch weitere Percussion. Und damit werden wir jetzt unseren ersten Beat programmieren. Ich werde jetzt einen sehr, sehr einfachen Beat bauen, also nichts Besonderes, sondern was wirklich Einfaches. Und gehe jetzt zuerst einmal her und werde jetzt hier auf jeden Downbeat eine Kick setzen. Ich spiele das Ganze mal ab. Moment. Jetzt setze ich mir zusätzlich auf jeden zweiten und vierten Schlag eine Snare und eine Clap, das heißt, ich leere das. Und auf die Offbeats setze ich mir jetzt hier eine Hi-Hat, und zwar nehme ich mir jetzt hier eine Open Hi-Hat. Das Ganze ist auch ein bisschen zu laut, also wir sehen das übersteuert hier, das heißt, ich nehme hier die Lautstärke etwas herunter. Und diese Open Hi-Hat, die ist mir hier ein bisschen zu offen. Das heißt, ich gehe jetzt hierher, werde bei der Open Hi-Hat hier diese Decay einfach verringern. Und zwar so lange, bis mir der Klang gefällt.
Und das ist jetzt schon eigentlich unser erster sehr einfacher Beat. Und zwar ein sehr, sehr grundlegender Beat, der auch öfter in der elektronischen Musik verwendet wird. Damit das Ganze nicht zu langweilig klingt, ich werde jetzt hergehen und mir diesen Clip kopieren und werde mal in der Kopie weitere Veränderungen durchführen. Das heißt, ich nehme jetzt hier einmal meine Closed Hi-Hat her und werde jetzt hier noch zusätzliche Closed Hi-Hats einfügen. Und jetzt werde ich noch zusätzlich eine weitere Snare einfügen oder vielleicht hier vorne oder vielleicht hier einen Clap danach. Ja, und jetzt hört sich dieser ganze Beat schon ein bisschen interessanter an. Was so einen Beat ausmacht, sind einerseits einmal hier diese ganzen Drums, die man verwendet, aber auch genauso die Geschwindigkeit. Also 120 Beats per Minute wäre jetzt etwas, was man durchaus im Haus verwenden kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will einen Hip-Hop-Track machen, dann wird das zu schnell sein. Ich könnte jetzt zum Beispiel hergehen und ich nehme jetzt hier einfach diesen oberen Clip her, kopiere mir den und setze mir jetzt zum Beispiel hier diese Geschwindigkeit einfach einmal auf 90 runter, auf 90 Beats per Minute. Dann hört sich das Ganze schon anders an. Ja, und jetzt könnte ich zum Beispiel hergehen und sagen, ich nehme jetzt mal diese Kick weg, die auf dem zweiten und am vierten Schlag ist. Ich nehme jetzt hier mal diese Claps weg. Die Snare lasse ich mir drinnen und setze mir hier jetzt zum Beispiel noch eine zweite Kick rein. Und die Hi-Hat nehme ich mir stattdessen die Closed Hi-Hat und lasse die jede Achtelnote spielen. Dann hört sich das schon komplett anders an, nach einem ganz anderen Musikstil. Wenn mir jetzt zum Beispiel diese Hi-Hats zu laut sind, dann habe ich hier unten die Velocity, also wie stark wird auf die einzelnen Drums geschlagen. Und dann kann ich hier diese Velocity einfach reduzieren. Und die Hi-Hats werden leiser. Ja, und so habe ich jetzt schon einen Beat, der für einen anderen Musikstil passt. Und so kannst du dann auch deine Beats zusammenbasteln. Also grundsätzlich gibt es hier sehr, sehr viele verschiedene Musikstile. Jeder Musikstil hat seine eigenen Geschwindigkeiten. Jeder Musikstil hat seine eigenen Drum-Patterns. Nur um jetzt hier alle Drum-Patterns durchzugehen, würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Das heißt, wir werden es jetzt für heute einmal bei dem belassen. Wir haben ohnehin noch weitere Videos und werden uns das ganze Thema noch intensiver anschauen. Ja, was vielleicht auch noch wichtig ist, sind so ein paar grundsätzliche Regeln, die du beachten solltest, wenn du Drums programmierst. Wenn du dich erinnerst, wie wir vorher gemeinsam das Schlagzeug besprochen haben. Ein Schlagzeuger hat zwei Hände. Der hat zum Beispiel zwei Drumsticks in der Hand. Das heißt, ein Schlagzeuger kann mit seinen Händen genau zwei Drums gleichzeitig schlagen. Und mit seinem Fuß könnte er zum Beispiel noch die Kickdrum schlagen. Das heißt, theoretisch wäre es möglich für den Schlagzeuger, ich kopiere mir das hier wieder, wäre es möglich für den Schlagzeuger, dass er hier eine Kickdrum zum Beispiel, hier eine Kickdrum spielt, gleichzeitig mit einer Hand die Snare spielt und mit der anderen Hand die Hi-Hat spielt. Das heißt, das wäre etwas, was durchaus für einen Drummer möglich ist. Was aber nicht für einen Drummer möglich ist, ist gleichzeitig eine Closed und eine Open Hi-Hat zu spielen. Weil die Hi-Hat kann nur entweder Open oder entweder Closed sein. Das heißt, das ist einfach nicht möglich und kann von einem Drummer nicht gespielt werden. Oder genauso könnte ein Drummer jetzt hier nicht zusätzlich noch eine Tom spielen, weil er hat nur zwei Hände und die eine Hand ist mit der Snare beschäftigt und die andere ist mit der Hi-Hat beschäftigt. Während hier zum Beispiel könnte eine Tom spielen. Und das sind so einfache Dinge, die du auch beachten solltest, dass du deine Drums so programmierst, wie sie auch tatsächlich ein Drummer spielen kann.
weil dann werden sie sich auch natürlicher anhören. Im nächsten Video werden wir uns übrigens dann noch einige Techniken anschauen, die du verwenden kannst, damit sich deine Drums natürlicher anhören, weil jetzt haben wir zwar hier verschiedene Drums programmiert, aber diese Drums, die hören sich halt alle noch sehr, sehr starr an, sehr programmiert und hören sich halt nicht natürlich an, nicht lebendig an. Und auch wenn du jetzt weißt, wie du deine Drums selbst programmierst, ist es nicht immer notwendig, dass du alles selbst machst. Es gibt auch fertige Drum Loops, die du verwenden kannst. Und wenn du dir jetzt vielleicht denkst, ja, ich kann ja in meinem Song keine fertigen Drum Loops verwenden, das ist ja überhaupt nicht kreativ und ich kann da nicht irgendwas rausbringen, als echte Musik, die Leute kaufen sollen, wo ich vielleicht noch einen Chart-Hit damit haben will, wenn ich das gar nicht selbst gemacht habe, sondern einfach in einen fix fertigen Drum Loop verwendet habe. Und oh ja, das kannst du, denn genau das machen Produzenten auch. Wenn man jetzt zum Beispiel hernimmt, das Lied Umbrella von Rihanna, dann ist dort ein Drumloop verwendet worden, der mit GarageBand mit ausgeliefert wird. Das heißt, dieser Drumloop ist auf jedem Mac, der ausgeliefert wird, schon mit dabei. Das heißt, wenn du einen Mac zu Hause hast, dann hast auch du diesen Drumloop auf deinem Mac. Und für Umbrella wurde dieser Drumloop nicht einmal verändert, es wurde exakt der Drumloop, so wie er ist, verwendet. Und der wurde nicht einmal an einer bestimmten Stelle verwendet, sondern er wurde im gesamten Song verwendet. Das heißt, von ganz vorne, vom Beginn bis zum Ende, zieht sich der einfach permanent durch. Ich spiele euch diesen Drumloop einmal vor und ihr werdet sofort erkennen, dass der im Lied Umbrella verwendet wird. So, das war's dann für heute und das nächste Mal werden wir uns ansehen, wie wir unseren Drums mehr Leben einhauchen können. Das heißt, wie müssen wir unsere Drums programmieren, dass sie sich gar nicht wie programmierte Drums anhören, sondern dass sie sich so anhören, als hätte diese Drums ein richtiger Mensch gespielt. Also, wir sehen uns und ich wünsche euch viel Spaß beim Produzieren. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass mir doch einen Daumen hoch. Und damit du keine wichtigen Infos oder neuen Videos verpasst, abonniere doch am besten gleich meinen Kanal. Wenn du irgendwelche Fragen zu dem Video hast, kannst du diese in die Kommentare unter das Video posten und ich werde sie dir beantworten. Oder du schreibst mir einfach eine E-Mail an martin@produzieredeinemusik.com. Ich lese alle meine E-Mails selbst und freue mich, mit dir zu interagieren. Also, bis zum nächsten Video. Tschüss!